Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu mir Twunky, der heute einen großen Film drehen wird, hoffe ich zumindest. Morty, ich Tragödie. Der kann reden. Du bist nicht nutzlos. Oh, er hat den Knopf. Mädchen, nutzt das jetzt doch nicht aus. Der scheint nicht böse zu sein. Ich helfe dir gerne. Hier sind vier Räume, glaube ich, die mit einem Fernseher verbunden sind. Das muss ich höchstwahrscheinlich auch irgendwo nutzen. Direkt mache ich das ganze Studio kaputt. Lass mich. Och, Mann! Blöder Güter! Und Action! Okay, jetzt bist du wieder ein braver Köter. Du hast Geld gemacht. Darfst den Scheiß machen. Den Eimer? Brauche ich den gleich noch? Geh auf jeden Fall mal weiter. In Studio 1. Okay. Das hat den Kürbis vernichtet. Ein Sack. Mit keinerlei Inhalt. Okay. Was haben wir hier? Okay. Ich versuche zu beobachten. Aber da passiert nichts. Wahrscheinlich muss ich irgendwas mit Luigi zusammen machen. Bevor ich irgendwas mache, wahrscheinlich brauche ich hier den Eimer. Deswegen hole ich den einfach mal. Da scheint ein Brunnen zu sein. Vielleicht brauche ich ja Wasser, deswegen kann ich ja den Eimer mal da reinschmeißen. Wer weiß, vielleicht brauche ich es. Ich schmeiß den jetzt einfach mal da rein. Und hoffe, dass es Sinn hat. Luigi, lass ich mal da stehen. Vielleicht muss das so sein. Und Action! Luigi, du bist in der Hauptrolle. Hallo? Ich bin gespannt, was passiert. Okay, ich lag richtig. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nicht hier den Eimer reingeschmissen hätte, hätte mir das einen Jumpscare gegeben. Aber so wurde mir ein Eimer gefüllt. Gucken, ob sich noch irgendwas unter dem Platzzeug verbirgt. Jetzt auf den ersten Blick nichts. Jetzt habe ich einen gefüllten Eimer. Den werde ich wahrscheinlich brauchen. Deswegen stelle ich mir den mal in den Hauptraum. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauchen werde. Man kann das ja nicht ohne Grund offenbar machen. Okay, Wasser, das den physikalischen Gesetzen widerspricht. Da ist der nächste Fernseher, mache ich mir direkt an. Bin ich eigentlich zu blöd, um hier irgendwo diese Juwelen wieder zu sehen? Weg damit. Geld. Ich versuche das heute alles mal in eine Folge zu packen. Okay, Luigi, du bist wieder die Hauptrolle. Dein Film. Okay, da ist kaputt.
da oben brennt. Ach, wahrscheinlich brauche ich hier jetzt tatsächlich den Eimer. Dann hole ich den mal eben. Aber vorher sollte ich vielleicht auch mal gucken, was in den anderen Räumen ist. Oh. So, Luigi, hier bitte. Dann hol dir mal den Eimer und gieß die Pflanze. Höchstwahrscheinlich brauche ich diesmal die Fackel von da oben. Ich drehte die aufeinander aufbauen. Erstmal gieße ich die Pflanze, bevor ich die Pflanze beschäftige. Bevor ich mich mit euch diesen Geistern beschäftige. Für easy win. Okay, da geht die Wand kaputt. Großartiger Film. Ich nehme das mal. Ihr braucht sie ja nicht. Du willst Streit? Den kannst du haben. So, weg mit dem Schild und jetzt vernichte ich die. Vernichtet. Hab's genommen. Jetzt muss ich hier hoch und mir höchstwahrscheinlich die Fackel greifen. Die ist aus. Die muss ich irgendwo auf jeden Fall anzünden. So, die nehme ich mir mit. Aber vorher kann ich hier noch irgendwas kaputt machen. Zum Beispiel das Fass hier. Das könnte ich theoretisch kaputt machen. Ich sehe jetzt aber nicht bedingt den Sinn dahinter. Da kann ich rein. Aua. Okay, hier ist aber ansonsten nichts. Gucke ich schon mit der Düsterlampe, ob ich vielleicht irgendwas übersehe. Aber anscheinend nicht. Ich muss hier einfach irgendwann nochmal genauer gucken. Keine Sorge, ich werde dir helfen. So. Ich dachte mir schon, dass man das nur einseitig kann. Jetzt muss ich mit Luigi hier oben rumlaufen und hier oben liegt dann wahrscheinlich irgendwo was Schönes. Bitte ohne runterzufallen. Ein Eisblock! Aua! Da ist bestimmt eine Filmrolle drin. Also brauche ich jetzt irgendein Gebiet, wo Feuer ist. Doppelt. Nehme ich. Kristall. Gib mir das Juwel. Komm zurück! Ich hab ihn getroffen. Jetzt bleib! Ich hab dich jetzt auf dich zu wehren. Mann! 2 von 4. 2 von 6. 4 fehlen. Wow! Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass hier gleich ein Feuer ausbricht.
Also mache ich einfach mal den Fernseher an und hole mir schon mal das Eis. Und die Fackel hole ich dann auch direkt drüber. Ich hole dann zuerst die Fackel. Die kann ich dann schon mal dahin legen. Und jetzt hole ich das Eis. Wo mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit einer der Kristalle drin ist. Liegt es? Ach, jetzt sag nicht, ich muss das nochmal holen. Nee, da liegt es. So, da schieße ich mir dann beides so ins Bild, dass ich es aufheben kann. So. Fertig. So, Luigi, du hast wieder deinen Star auf. Ja, hier brennt es dann tatsächlich. Echt gut gemacht. Ich nutze das dann mal. Oh nein, die muss ich auf jeden Fall vorher umnieten, weil sie mir sonst die ganze Zeit die Fackel gleich aufmacht. Nope. Eigentlich wollte ich euch zusammen vernichten. Wo ist der andere? Nein, ich kann mich ja nicht lassen. Das ist wirklich gemein. Jetzt kommt der Große zurück. Ja, ich will aber erstmal das Feuer da hinten ausnutzen. So, hab dich. Krieg dich in einem Run. Okay, doch nicht. Easy. Ach, die wehren sich, wenn man zu lange braucht. Hat sich ja bisher noch gar nicht gesehen. Und hab dich. Das Feuer da, das würde ich mir gerne mitnehmen. Das brauche ich wahrscheinlich nochmal für was anderes. Aber zuallererst. Und zack. Ups. Jetzt habe ich ein Feuer und jetzt kann ich erstmal noch hier alles untersuchen, ob hier vielleicht auch noch was liegt. Den Bosskampf gibt es in der nächsten Folge. Hier lag jetzt nichts Besonderes. Jetzt nochmal das Haus hier untersuchen. Läuft wunderbar. Hier scheint aber auch nichts Besonderes zu sein, also kann ich direkt wieder raus. Dann kann ich noch die Feuerwehrleiter da einmal hoch. Und dann gehe ich mit der Fackel ins nächste Gebiet. In der Hoffnung, dass da was liegt. So, hier hoch. Also da liegt zumindest nochmal Geld. Aber war jetzt nicht der Rede wert. Also das hätte ich mir eigentlich auch schenken können. Na dann gehen wir ins nächste Gebiet. Die nehme ich mit. Die brauche ich wahrscheinlich dann für den letzten Bereich. Geld. Eine Goldmaus. Drei Kristalle habe ich ja schon.
So. Ja. Geld, Spinne. Ich hab's doch gesehen. Hallo, komm runter. Okay, Fernseher. Geld? Nehm ich? Mach mich glücklich. So, und jetzt hole ich erstmal die Flamme, weil ich die hier höchstwahrscheinlich brauche. So, hab sie. Also, das hat sich von rechts nach links gearbeitet. Ich habe direkt von Anfang die richtige Reihenfolge gekriegt. Was für ein Glück. Die muss ich wahrscheinlich frei brennen. Okay. Zu groß geratene Münze. Luigi, kannst du mal da reinkrabbeln? Ich sperre dich mal ein, Luigi. Oh, Geld. Ja, ich mach mich sofort dran. Aber erst diese riesigen Münzen war klar, dass man sie rumschlagen muss. So, Luigi, nimm dir's. Das Ding öffnet sich wahrscheinlich erst, wenn ich den Film anschmeiß. Ich bin in der Welt der Riesen. Zack. Eine riesigen Spinne. Die ich jetzt abpacke. Brennt alles so gut. Und da haben wir es, das Mikrofon. Ja. Und haufenweise Geld. Oh, lecker. Erste Münzen. So. Das noch weg. Dann das. Habe alles, was ich zum Überleben brauche, nämlich ein Megafon. Nehme ich mir dann und ja, bringe das eben noch. Ich weiß nicht, ob das direkt den Kampf triggert. Auf jeden Fall gebe ich ihm das, weil ich ihn glücklich machen will. Komm, Luigi, der scheint nicht so böse zu sein. Das macht ihn glücklich. Ja, ich gehe nicht weg. Keine Sorge. Okay. Danke. Wirklich gute Komplimente, danke. Ey, Luigi, der ist nett zu dir. Lass ihn. Den saugen wir nicht ein. Okay, bin dabei, aber erst in der nächsten Folge. Hier wurde nämlich auch gerade gespeichert. In der nächsten Folge werde ich den Bosskampf mit ihm dann auch machen. Ich hoffe nicht, dass ich Morty einsaugen muss. So heißt er ja. Der scheint nämlich relativ nett zu sein. Und die, die nett zu mir sind, die töte ich nicht. Habe ich schon mal gesagt. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Da gibt es den Boss-Fight.
Ciao.